Heimat, Radio Elbstation, ein Beitrag zum Thema Heimat. Wo ich zu Hause bin. Heimat kann eine Stadt sein, ein Kontinent oder sogar die ganze Welt. Jeder Mensch kann sich seine eigene Heimat erschaffen. Die ganze Welt ist Heimat, die ganze Erde meine ich. Wenn man, wie ich, ja, jahrelang zur See gefahren hat, überall auf der Welt war, dann fühlt man sich überall zu Hause. Eine schließliche Heimat würde ich nicht damit verbinden, wo ich jetzt geboren bin, sondern eher da, wo ich mich wohlfühle. Mir ist zuweilen so, als ob das Herz mir zerbrach. Ich habe manchmal Heimweh, ich weiß nur nicht wonach. Heimat kann ein Geruch sein, der vertraute Geruch eines Hauses, von Holz, der Geruch von Rasen, von einem Laden. Heimat ist der Duft unserer Erinnerungen. Auf der Erde leben etwa 7 Milliarden Menschen. Es gibt fast 200 Nationen, über 300 Großstädte und etwa 130.000 Inseln. Für viele ist es der Ort, wo sie geboren und aufgewachsen sind, wo sie ihre ersten Erinnerungen wiederfinden, an einen Fußballplatz, an ihr Lieblingsessen. Also Heimat bedeutet für mich, mit den Leuten, die mich lieben, zusammen zu sein und aus dem gleichen Land zu kommen. Ich fühle mich hier zu Hause, ich fühle mich in Brasilien zu Hause, ich fühle mich in Portugal, weil ich auch sehr oft in Portugal bin, fühle ich mich auch zu Hause. Heimat kann aus Licht bestehen, die bunten Straßenlichter, das grelle Licht eines Leuchtturms. Heimat ist Sprache, Sprache ist Identität. Hamburg, das Tor zur Welt bist du genannt, dafür bist du weltbekannt. Raus lässt du alle, aber nur wenige kommen rein. Kannst du nicht in beide Richtungen offen sein? An diese rot-blauen Lichter aus dem Hafen, weißt du, die man dann sieht nachts, wenn man auf den Hafen guckt und dann sind da gelbe und rote und blaue Lichter und sieht die Kräne, das denke ich, und dann ist das für mich so ein Heimatgefühl. Heimat bedeutet für viele auch Schmerz, Krieg, Hunger und Verlust. Menschen verlieren ihre Heimat und verlaufen sich in fremden Welten. Weltweit gibt es ungefähr 40 Millionen Flüchtlinge. Das ist so viel wie die Hälfte aller Menschen, die in Deutschland leben. Hamburg ist die Hälfte von zwei. Die schönste, die Nummer eins, das Gelbe vom Ei. Der Grund, warum hier Menschen gern leben, weil die Leute erst fühlen, dann denken, dann reden. Denn das Leben ist nicht dasselbe, hier im Norden an der Elbe. Wir haben echt sehr, sehr Glück, hier in so einer entwickelten Stadt zu leben. Und das ist echt sehr cool hier. Heimat ist unsere Familie, wo wir uns wiedererkennen. Wichtig ist es, die Heimat wertzuschätzen. Wir alle haben nämlich eine Heimat verdient. Das liegt nicht an der Umgebung, an den anderen Menschen, das liegt an einem selbst. Heimat ist dort, wo mein Herz zu Hause ist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war ein Beitrag von Radio Elbstation. Mariana, Clara, Jasmin und Christo. Sie hörten Zitate aus den folgenden Texten: Mascha Kaleko, Immigrantenmonolog, Daniel, Hamburg, die Hälfte von zwei, Siddiqui Hamburg, Projektleitung Elisabeth Nascimento Bunk, Projektassistenz Max von Meidel, Bildbearbeitung Ole Kölling, Elbstation Akademie.